Es wird spannend. Also, Freunde, schätzt mal, wer ist mit dabei? Wer ist mit dabei? Oder sag ich einfach, ich hau einfach erstmal raus und dann werde ich zu jedem mal ein bisschen was sagen, wo ich glaube, da sind die Schwierigkeiten, da wer kommt wie am besten klar, wer hat welche Skills. Ich hoffe, dass die Konstellation so bleibt. Ich werde auch gleich noch sagen, wen ich angefragt habe, wer aber abgesagt hat, Freunde. Also, der Esel nennt sich immer zuerst. Wer ist denn nicht mehr dabei? Fritz Meinecke, meine Wenigkeit. Ich sag gleich dazu. Nee, kommen wir später dazu. Wir sagen erst die Leute. Also, ich bin dabei. Natürlich, Marin ist dabei. Ja, Survival Marin. Bommel. Niklas. Fabio Schäfer. Ja, ist der Mountainbiker, mit dem ich damals die Tour von Hannover, von Köln nach Hannover gemacht habe. Fabio Schäfer ist mit dabei. Chris aka Relodiac ist mit dabei. Und Dave. Dave ist ein Kölner YouTuber, der die ganzen Trade-Up-Geschichten macht. Passt da eigentlich überhaupt gar nicht rein, aber ist ein saugeiler Typ, der einfach Biss hat. Fritz Meinecke, Survival Martin, Bommel, Niklas, Fabio Schäfer, Dave, Chris aka Relodiac. Das sind die 7 Kandidaten. Zusätzlich angefragt, aber abgesagt haben Robert Mark Lehmann. Er hat mega Bock drauf, hat aber abgesagt, weil er zeitlich nicht da ist. Ganz wichtig, wir mussten natürlich uns irgendwann für einen Zeitpunkt festlegen. Da ist ja Organisation dahinter. Wir brauchen das Backup-Team, wir brauchen Max und Johannes als Team. Wir müssen uns auch Genehmigung holen. Das heißt, wir mussten sagen, ey, pass auf, hier, der und der Zeitraum. Wir müssen uns jetzt für einen Zeitraum festlegen. Und dann müssen wir die Leute anfragen. Es geht nicht anders. Wir können nicht eine lustige Umfrage machen. So, ja. Robert ist leider, wie gesagt, nicht mit dabei. Vielleicht bei der zweiten Staffel. Mal gucken. Der hat auf jeden Fall mega Bock. Wir haben schon drüber gesprochen. Der findet es auch scheiße, aber er wird wahrscheinlich nicht da sein zu dem Zeitpunkt. Wer auch nicht mit dabei ist, der aber von mir angefragt worden ist, Sascha Huber. Er hat in dem Zeitraum wohl Geburtstag und keine Zeit, aber er hat auch ein bisschen die Hosen voll. Ne, wir haben ein bisschen gequatscht, er meinte so, ja, was sich das so zutraut und gleich 7 Tage und... Habe ich gesagt, ey, Sascha, alles gut, völlig okay. Du kannst auch, wenn du willst, einfach probieren. Wir haben ein Backup-Team, du kannst jederzeit rausgeholt werden, wie du willst. Er hat leider abgesagt, wäre auf jeden Fall eine krasse Nummer gewesen. Und weil ich eigentlich unbedingt eine Frau dabei haben wollte, Claudia Darga, ja, und zwar die Dame vom Angelcamp, ja, wo ich dachte, ey, na wenn, die ist draußen, die ist im Regen, die ist ständig am Angeln, die kennt sich, die Fischexpertin, die hätte ja gepasst, aber Höschen ist voll. Das Höschen ist voll, sie traut sich nicht. Ist auch, ey, ne, no hate, kann ich völlig verstehen, ja, aber ja, genau. Ja, schreibt mal kurz, wen ihr noch angefragt hättet, wem ihr das wirklich zugetraut hättet. Jetzt mal realistisch. Wirklich mal reden. Wir reden hier nicht von irgendeinem Kikifax. Wir reden davon, 7 Tage sich aussetzen zu lassen. Völligst alleine. Vanessa hätte man noch fragen können. Das ist richtig. Die können wir mal noch vormerken. Vielleicht für Staffel 2, wenn sie da Bock drauf hat. Ja. Survival Lily, boah, Survival Lily weiß nicht, ob die noch aktiv ist. Von der habe ich ewig nichts mehr gesagt. Benjamin Klausen ist vom Erdboden verschluckt. Ja, Naturensöhne hatte ich auch dran überlegt. Genau, man hätte auch noch sowas wie Adventure Buddy. Ja, Schei wahrscheinlich. Unge, Leute, Unge ist völliger Quatsch. Als Unge, das ist Quatsch. Knossi ist auch Quatsch, Revi ist auch Quatsch. Genau, natürlich gäbe es noch ein paar. Es gäbe noch sowas wie Paul, PJ Adventure, Naturensöhne. Vanessa Blank und so weiter. Absolut. Also es ist noch potenziell da und ich sage euch ganz ehrlich, Survival Pete. To Marry, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob sich einer der Kanäle zugetraut hätte, sagen wir mal, Tomato Leaks, To Marry oder Marius. Wir reden halt nicht von mal 1-2 Tage, wir reden von 7 Tagen komplett. Ja, Backpacker Wilderness wäre vielleicht noch was gewesen. Genau, aber Freunde, die Anzahl war begrenzt. 7 Leute, einer davon bin ich. Das heißt, wir hatten nur 6. Thomas Gast wäre auch krass gewesen. Aber wenn das Bock macht, wenn das geil funktioniert, kann ich mir safe
eine Staffel 2 vorstellen. Ja? Was man dann anders macht oder ob man es einfach genauso macht wie vorher oder andere Kulisse, muss man einfach mal gucken. Muss man mal gucken. Aber ich finde die Konstellation generell jetzt ganz spannend. Weil gehen wir nochmal durch. Ja? Ich bin happy mit der Kombi, wäre aber glaube ich auch mit allen anderen happy gewesen. Weil, okay, meine Wenigkeit. Wir fangen mal wieder mit dem Esel an. Fritz Meinecke. Ich für mich persönlich glaube, meine größte Schwierigkeit wird die Nahrung. Essen zu besorgen, satt zu werden, das ist mein größte Herausforderung und Schwierigkeit. Glaube ich, ganz klar. Marin schätze ich persönlich ein, dass er eventuell ein Problem haben könnte mit der Isolation, weil er dann alleine ist. Weil Marin eigentlich nicht so der Typ ist, der gerne alleine ist, aber ich glaube, dass er skillmäßig so auf schon vieles durch. Ich glaube auch, Marin hat diese 7 Tage vor Augen und er zieht dann einfach durch. Er wird vielleicht auch ein bisschen Probleme mit Essen kriegen, aber Marin hat gezeigt, er ist schon klar gekommen mit 14 Tagen ohne Essen. Das Ding hat er schon durchgespielt. Marin schätzt sich bisher mit am besten ein. Tatsächlich. Bommel. Also krass erstmal, dass Bommel da überhaupt Bock drauf hat, hätte ich gar nicht gedacht. Bommel kann ich ganz schwer einschätzen in so einer Situation, wie das für ihn wird. Ich dachte kurzzeitig im Hintergrund, ist ein Hai, Alter. Bei Bommel habe ich keine Ahnung, was könnten die Probleme von Bommel sein. Ich weiß es nicht. Ich kann Bommel null einschätzen in so einer Situation, wo es wirklich so um Survival, um Shelterbau, um... Keine Ahnung, sowas. Auch, ich war mit Bommel ja noch nie so richtig krass Bushcraft. So, wir haben immer so Touren gemacht und Trekking, dies, das. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Niklas wird, glaube ich, seine Jagdskills, ja, auch wenn er noch nicht viel hat im Vergleich zu lang erfahrenen Jägern, aber von den Leuten, die wahrscheinlich jetzt mit dabei sind, hat er die meisten Skills, was das Thema Jagd angeht. Gut, klar, Thema jetzt Säugetierjagd ist nicht, aber vielleicht hat er ein Gespür dafür und ein Empfinden oder kann es auch auf Fische überziehen, ich weiß es nicht. Niklas hat auch damals den Fisch mit rausgeholt, den Hecht in Schweden. Niklas schätzt sich ein. Niklas wird so ein Typ sein, der wird seine Energie schonen und schläft 15 Stunden am Tag. So ein Ding wird das bei Niklas. Wen haben wir noch mit dabei? Fabio Schäfer. Fabio Schäfer, Vegetarier. Ich bin gespannt, wie der mit dem Essen klarkommt, ob er Fisch essen wird oder nicht. Ich lebe jetzt auch seit 2 Monaten schon, seit 8 Wochen. Ja, krass. Ich bin seit 2 Monaten vegetarisch unterwegs, werde aber definitiv in diesen 7 Tagen Fisch essen, wenn ich welchen fange. Also das, für diesen Zeitraum werde ich das Ganze quasi ablegen. Bei Fabio weiß ich nicht. Fabio hat da auf jeden Fall mega Bock drauf. Der hat mir auch gesagt, er träumt sein Leben lang von Survival, Zombie-Apokalypse, Survival, Überleben, ausgesetzt, dies, das. Der ist richtig heiß. Ich glaube, das ist der Typ von uns 7, der mit am heißesten, Fabio Schäfer, der am heißesten drauf ist. Ich weiß nicht, wie weit so seine Erfahrungen sind, aber ich glaube, er hat auch schon gute Erfahrungen in gewissen Sachen. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie Fabio Schäfer sich schlägt. Dann mit dabei Chris Relodiek. Würde ich sagen, schätzt man erstmal als Underdog ein. Ist wieder schwierig zu sagen, weil ich glaube, Chris kommt mit sehr, sehr wenig klar. Der haut sich einfach irgendwo hin und der hat auch manchmal dann vielleicht so eine Scheißegal-Einstimmung. Der sagt sich, ja, scheiß drauf. Ja? Also wenn ich manchmal sehe, wie der pennt oder mit wie wenig Kram der auskommt, so. Der ist auch oft mit dem Boot auf dem Wasser unterwegs. Vielleicht ein bisschen mit Bommel zusammen so Underdog-mäßig, aber ich glaube, nicht zu unterschätzen. Nicht zu unterschätzen. Und als letzten Dave. Dave, ne, eigentlich, wie würde man Dave beschreiben? Der macht allmögliche Selbstexperimente, letzte Zeit sehr viel so Trade-Up-Kram. Ne? Das hat aber auch diese 24 Stunden Survival-Geschichte da mal gemacht, irgendwie an so einem See mit Angeln, dies, das. Ich glaube, Dave ist sehr, sehr unerfahren, was das angeht, aber Dave hat Biss. Der hat, glaube ich, auch richtig Bock und der will das hinkriegen. Ich bin gespannt, wer davon vielleicht, ich weiß nicht, ob wer abbrechen wird. Vielleicht kommen auch alle 7 Tage durch. Ich weiß es nicht. Ist Essen als Gegenstand dabei? Wir kommen gleich zum Thema Ausrüstung. Kommen wir gleich. Also, das sind die 7 Kandidaten. Ja. Natürlich, es gibt noch viele weitere, die da hätten reingepasst. Sei es ein Saki, Vanessa Blank, Backpacker Wilderness, alle, die auch gerade geschrieben worden sind. Ja.
Ja, vielleicht haben die dann Bock, beim nächsten Mal dabei zu sein. Ja, Robert hätte Bock, aber hatte keine Zeit. Ich habe natürlich auch nicht alle angefragt. Ich habe generell, um das vielleicht nochmal zu sagen, weil das für mich das erste Mal ist, überhaupt so ein großes Projekt zu machen, mit vielen, vielen verschiedenen Creatoren zusammen, die ich unter einen Hut bringen muss. Ja, das ist nochmal jetzt wichtig, abschließend zu sagen. Habe ich mich dazu entschieden, Leute zu nehmen, 6 weitere Leute zu nehmen, die ich persönlich kenne. Und alle Gewählten kenne ich persönlich und habe ich einen persönlichen Kontakt dazu. Deswegen ist zum Beispiel auch jetzt keine Vanessa dabei, kein Saki dabei, kein Thomas Gast dabei und so weiter. Die kenne ich natürlich über ihre Videos, hatte vielleicht schon mal ganz kurz irgendwie Kontakt bei Instagram, ein bisschen mit Schreiben, aber ich kenne sie nicht persönlich. Und dadurch, dass das quasi eine Pilotgeschichte ist, dadurch, dass ich sowas noch nie gemacht habe, wollte ich auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen und sagen, ich will 6 Leute nehmen, die ich schon mal kenne, die ich persönlich schon mal gesehen habe, auf die ich mich irgendwie in einer gewissen Art und Weise verlassen kann. Weil ganz ehrlich, das kann auch voll nach hinten losgehen. Wenn jetzt plötzlich einer absagt, dann ist nur noch Sex versus Wild. Expedition Leben kennst du doch persönlich. Nee, die kenne ich nicht persönlich. Genau. Das wird eine arschgeile Nummer, Freunde. Das wird eine arschgeile Nummer. So, Freunde, für die Leute, die auf YouTube hier dabei waren, auf jeden Fall Kanal abonnieren. 7 vs. Wild, das große Projekt. Es wird noch ein bisschen dauern, bis das stattfindet, aber wir sind schon da bei der Planung. Ich wollte euch einfach schon mal abholen und darüber informieren. Und ja, gern den Fritz Meinecke Live-Kanal abonnieren, dann verpasst ihr nämlich auch nicht den Ausrüstungstalk, der im Stream jetzt folgt, aber für euch auf YouTube erst später kommt. Also, Kanal abonnieren.